Das Coronavirus hält seit einigen Wochen nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt im Atem. Dabei war mir von Anfang an klar, dass ich als Makerin als auch als Softwareentwicklerin gerne meinen Beitrag zum Kampf gegen das Virus leisten möchte. Die erste Gelegenheit bot sich im Hackathon von Wir vs. Virus. Dort hat das Team, in dem ich mitgearbeitet habe, ein Formular zum Selbsttest entwickelt, damit die Leute sich erst zu Hause selbst testen, bevor sie ins Krankenhaus gehen und dort alle Leitungen blockieren. Auch haben wir heute von Makorama einen Großteil der Filamente, die von unserer Box übrig geblieben sind, an Leute gespendet, die die Prusa Face Protection Mask drucken. Wenn ihr auch dabei helfen wollt, findet ihr alle nötigen Links unten in der Videobeschreibung. Last but not least hat ein Freund von mir eine sehr schöne Idee gehabt, um allen Dankeschön zu sagen, die da draußen in dieser Zeit immer noch ihre Arbeit tun und den Leuten Lebensmittel verkaufen, medizinisch helfen oder für Recht und Ordnung sorgen. Und den rufen wir jetzt an. Hi Sven. Hallo Mary. Ich habe gerade schon im Intro erzählt, dass du ein besonderes Erlebnis bei euch im Edeka hattest und dass dir daraufhin eine Idee eingefallen ist. Erzähl uns doch mal bitte ein bisschen was über diese Idee oder über dieses Erlebnis. Ja, also es ist halt gerade so, dass durch dieses Corona ja alles ein bisschen, wie soll man sagen, außer Rand und Band ist. Ich selber das ja auch noch in meinem Ehrenamt als Rettungssanitäter mitbekommen und das halt alles gerade extrem ist. Und ich wollte mich einfach bei den Leuten, und wir haben hier einen super Edeka, wenn man das sagen darf, und ich wollte ihnen einfach mal nachhaltigeres Danke sagen. Einfach sagen, danke, kann man, mache ich auch. Aber ich würde einfach den Leuten sagen, hey, toll, dass es euch gibt, toll, dass ihr euch gerade so den Hintern aufreißt, dass ihr so viel Arbeit, so viel einsteckt, auch Kritik, wo teilweise nicht gerechtfertigt ist. Und dann ist mir eingefallen, ich könnte einfach mal einen Schlüsselanhänger machen als 3D-Drucker. Laufen im Hintergrund auch gerade schon wieder welche. Und es ist so ein Schlüsselanhänger. Einfach steht drauf, Covid-19 hält. Ein großes Dankeschön. Einfach als Dank für die, wo uns derzeit wirklich versorgen, umsorgen, sei es Blaulicht, sei es Rotlicht, Gelblicht, sei es Nahrung, sonst irgendwas, einfach für die Leute, wo da sind für uns. Ja. Also für alle, die draußen den Kopf hinhalten. Ja, das finde ich jetzt eine sehr schöne Idee, genau. Wo bekommen wir dann die Dateien her? Demnächst. Die bekommt man auf meinem Thingiverse-Account, werde ich jetzt noch hochladen und dann bei euch auf der Makorama-Seite. Cool. Und da haben wir ja gesagt gehabt, stellen wir auch die Dateien hoch, dass sowohl man das Ganze einfarbig drucken kann, als auch mehrfarbig, also mit entsprechenden Filamentwechseln eingestellt als fertige Datei. Das wird genau. Einmal für den Prusa, da ist dann der G-Code fertig, dass man diese Dreifarbigkeit drucken kann. Einmal Hintergrund, einmal Dankeschön als separate Farbe, einmal Covid-19 hell als dritte Farbe und dann halt einmal normal das Leist für einfarbige Drucke. Sehr schön, gut. Genau, die Links dazu packe ich in die Videobeschreibung. Danke Sven, vor allem für die coole Idee. Und ich hoffe, ihr da draußen findet auch Leute, denen ihr das gerne in die Hand drücken wollt und das jetzt fleißig druckt. Wie gesagt, wenn ihr noch an dem Hackathon teilnehmen wollt, da findet demnächst nochmal einer statt. Und was ich noch nicht vergessen darf zu sagen, bei Maker vs. Virus suchen sie auch noch Leute, die diese Prusa Face Protection Masks drucken und auch Leute, die das Ganze noch sponsoren, halt Filament liefern und sonst noch was. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Happy Printing! Ciao!